Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir haben was zu tun und was erfahren wir gleich? Für Bild erhoben. Ja, Wegpunkt ist gesetzt, daran erinnere ich mich noch. Hunger haben wir auch, dann wollen wir mal. Ui, ich habe gar nichts mehr Schmackhaftes zu essen. Dann gehen wir doch einfach mal in unser schönes Lager. Das war der falsche Weg. Ich glaube, unser kleines blaue Freunde-Camp ist irgendwo hier demnächst. Wenn ich mich richtig dran erinnere, das sieht schon komplett falsch aus. Ah, vielleicht, nee, das ist nur eine Höhle mit Wasser. Wir werden es finden. Ich bin mir relativ sicher. Oh, da ist auch eine Quest. Achso, das ist ja mein Wegpunkt. Na gut. Oh, immer der Nebendialog, der mich ein bisschen ablenkt. Hier ist es doch. Das heißt, irgendwo da unten. Also hier können wir vor allem Zeit verstreichen lassen, was mir gefällt. Und hier können wir mal auf unseren Stash zugreifen. Was braucht man denn? Ich würde sagen, wir brauchen Fleisch zum Kochen. Schönes Fleisch. Und dann braucht man, keine Ahnung, Jotten-Egg vielleicht. Fettes Fleisch. Hidden Fruit braucht man nicht. Shell Fruit, die ist aber nur normal. Schade, sonst hätte man ja die andere Quest machen können. Okay, sehr fleischlastig hier alles. Dann wir kochen mal ein bisschen. So, apropos irgendwas nachschauen. Beim Ausrufezeichen habe ich jetzt nachgeschaut, was das da unten heißt. Das heißt, das ist nicht im Recommended Level für das, was wir vorhaben. Das heißt, es wird, ja, sag mal dringend geraten, das doch ein bisschen zu ersetzen durch besseres Gear. Oh, noch eine Food Ration, die nehmen wir mit. Hier sind noch ein paar Mods drin, keine Ahnung, ob man die unbedingt brauchen. Gain plus 40% Base Health. Und das im langen Effekt, das klingt doch gut. Aber wir haben uns jetzt genügend ausgerüstet. Müssen wir noch einen Grill finden und hier die Crafting Station mal ein bisschen beäugen. Was können wir denn craften? Heavy Bow, da haben wir 4 Designs. Das ist natürlich gut. Da brauchen wir Any Root und Any Reed. Am besten im guten Material. Der sieht aber gut aus. Der macht bis zu 166 Damage. Wahrscheinlich, wenn wir eine wirklich gute Wurzel haben. Und irgendwie, ja, müssen wir schauen, wie wir das bekommen. Chest Guard. Da haben wir ja auch so super. Da müssen wir ein bisschen was sammeln. Da brauchen wir Moos und Gras. Moos und Zähne. Zähne haben wir ja schon superior. Und Moos haben wir doch das schöne lilane. Auf zum Pouch. Jetzt weiß ich, was ich angrabbeln muss an meinem Zeug. Schauen wir mal. Also Viper Wolf Tooth nehmen wir einen mit. Komm schon, ohne Moos nichts los. Bruce Moss, aber auch nur fein. Das ist nicht fein. Da kann man nicht irgendwie gutes Moos. Das ist ein Mushroom, das bringt nichts. Nightleaf Branch, Longbow Crafting Material. Okay, das ist ein Branch, der ist aber auch nur fein. Wird also nicht so fein Damage machen. Wir nehmen mal das lila Moos mit und hoffen, dass es einen guten Bogen ausspuckt. Da. Mehr kann ich echt nicht tun. Glaube ich erstmal. Es sieht gut aus. Dann würde ich sagen, ach, es ist Tag geworden inzwischen. Egal. Mach mal Mittagszeit. Ja, was ist jetzt passiert? Ich dachte, ich kann auswählen, wie lang ich... Ach, das sieht schön sonnig aus. Da gehen wir nachher raus aus unserer Höhle. Ja, ich esse ja schon was. Die rote Leiste da unten ist echt penetrant. So, schön. Dann wollen wir mal craften und zwar einen Bogen. Wollt mal Bogen? Nö. Chest Guard. So, wir haben aktuell 12 Health davon. So, Moos, Zahn. 39 Health. Das ist doch schon mal, naja, mehr als das Dreifache.
Das wollen wir dann auch wechseln. Also das geht hier nicht an der Crafting Station. Ziehen wir es an. Was man mit dem anderen macht, weiß ich tatsächlich nicht. Droppen kann ich es nicht. Wir haben Cosmetics. Ja, nehmen wir mal den Fummel da runter. So eine taktische Weste hat natürlich auch was. Mods dafür haben wir eventuell auch. Also ich bin nicht im Crafting-Menü. So, Armguard. Was haben wir denn da? Any Heavy Height, Any Bark. 40 Health. Ne, wir haben gerade 40 Health. Okay. Hier 27 bis 161 theoretische Health ist möglich. Dazu braucht man Heavy Height und Barke. Haben wir noch nicht. Gut, was haben wir denn für unseren Unterkörper? Any Fiber, Any Tooth. Aktuell 35 Health davon. Dann muss man ja nochmal zum Pouch. Sorry dafür. Da lang geht's. Fiber. Ist gut für den Darm. Habe ich irgendwas, was Fiber ist? Bast ist ein Fiber. Weapon Crafting Material. Aber die sind nicht so gut. Nightleaf Branch. Das wird auch kein Fiber sein. Fiber sind ja... Also erstens Ballaststoffe und zweitens irgendwie Gras, Grashalme. Keine Ahnung, wie man welche bekommt. Müssen wir mal schauen. So, ich hoffe einfach so ein Ast, der dünn genug ist, zählt als Gras. Und... Nein. Hat nicht gezählt. Gut, auf zum Grill. Der steht ja direkt hier. Und dann wollen wir kurz kochen. Egg, Fatty Meat, mal so rum. Und dann kochen. Ja, ja, das machst du gut. Schön, dass hier auch das Feuer immer brennt. Ja, bestimmt sehr nachhaltig. 100% Energy, Blast Resistance 1 für 8 Minuten. Na gut. Dann haben wir fettiges Fleisch, eine Shelter Fruit und wir kochen Meat and Fruit Roast. Auch hier hätte ich gesagt, einmal die Animation am Anfang hätte gereicht, danach hätte ich sie abgekauft. Weil so beeindruckt bin ich jetzt noch nicht. Gut. Dann wollen wir das auch mal kochen. Danach können wir ja mal Fleisch mit Fleisch probieren. Auch eine meiner Gerichte, die ich sehr, sehr mag. Hat tatsächlich auch Kumpel in der Schule, der seinen Döner nur mit Brot und Fleisch gegessen hat. Das war sehr interessant. Das würde ich nicht machen. Aber jedem das seine. Das wäre auf jeden Fall ein Gericht für ihn. So, was haben wir bekommen? Ein Superior Lean Meat Skewer. Chunks of Lean Meat lightly grilled to keep them juicy and delectable. Das ist doch schön. Mag leckeres Essen. Gut. Jetzt haben wir aber genug gecraftet und rumgesumpft. Komm schon her, Flugvieh. Oh, ist ja gut. Hey, wieso bist du jetzt blau? Du warst doch vorhin nicht blau. Hab dich doch rot gewählt. Naja, siehst nicht schlecht aus, muss ich sagen. Kann doch nicht sein, dass er jetzt blau ist. Ich kann gerade nicht ins Inventar schauen. In meinen Charakter oder sonst was. Geht anscheinend nur vom Boden aus. Hätte mich jetzt echt interessiert, warum der plötzlich blau ist. Oh. Das wollte ich gar nicht. Nice catch, Hawk. Danny came out here alone. No traces of anyone else. Oh, nicht schon wieder die Hinweise. Das ist keine schöne Mechanik-Spiel. Das macht nicht so viel Spaß. Wenn es das ist, ich habe keine Ahnung. Ach, hier war mal, glaube ich, am Anfang. Ganz am Anfang in Episode 1 schon. Traveling light. Had rations. A faint scent. But it's there. Wieder einem Geruch nach.
wenn jede Mission so läuft, dass wir einen Geruch nach müssen. Hey, der läuft ja exakt den gleichen Part ab, wie die Linie hier war. Interessant. Und natürlich müssen wir ein bisschen Augen aufhalten nach Gräsern jeglicher Art. Hier ist Gras, das ich alles nicht ernten kann. Vielleicht kommen wir irgendwann auf Gras, das man ernten kann. Was bist du? Wieso wirst du mir hier angezeigt? Hallo? Ich habe da gerade so einen Punkt gesehen. Da ist er ja. Ach, zum Hochmanövrieren. Ja, das brauchen wir gerade nicht. Immer dem Cent nach. Hoffentlich auch dem richtigen. Ja, ja, der war ja blau am Anfang. Hui. Na, das sieht nach da aus. Mensch, wo ist die denn da hingegangen? Kann ich dich ernten? Ich brauche doch Gras. Oh, da hinten liegt was. Nee, anscheinend nicht. Wie gesagt, ja, das mit dem Scan hier mit meiner Pandora Vision oder wie es auch immer heißt, funktioniert so mittel für mich. Vielleicht bin ich einfach nicht dran gewöhnt oder einfach überladen von allem, was so grün mich andünstet und leuchtet. Aber wir kommen zurecht, wir kommen zurecht. Sind nur Jammern auf mittelhohem Niveau, würde ich sagen. Episoph Flora, a bizarre tree, cacti-like fruits which explode and stick to nearby surfaces when ripe. Also halten wir uns am besten fern von denen. Oh, da ist doch jemand. Hallo. So, how much did Jin tell you anyway? He only mentioned a topic that he shouldn't have brought up. Yeah. That. Timing couldn't be more off. Talking again about starting a family. With your return, Jin saw hope. But I saw the unspeakable evil they've done to you. And what they're gonna do to all of us. So, is that why you're out here? Could say that. I cover a lot of ground in a day. Finding vantage points, identifying potential kill boxes, trying to make us safe, if that's possible. Many of our people can't imagine how bad things will get. I can. Ask the trapped wildlife I came across. Couldn't free it without harming it. Where'd you find them? Northwest of HQ. I wish there was more I could do. Die haben wir auch schon kennengelernt. Oh, wir sind nicht so gut darin gewesen. Located Trapped Wildlife, Danielas Seite. Gibt's hier nicht wirklich irgendwas Krisenes, was ich mitnehmen kann? Ah, das geht hier. Interessant. Da war man ja drin. Das war ja die TAP, unsere Erziehungsanstalt. Nennen wir es einfach mal so. So. Da laufe ich nicht hin, da fliege ich. Hallo? Hallo? In Ikran kommt nie. Was ist denn da los? Da ist er irgendwie. Kommt irgendwie nicht runter. Ja. So viel zu, da laufe ich nicht. Vielleicht, wenn es hier nicht so bewachsen und bewaldet ist, haben wir eine Chance, dass der tatsächlich landen kann. Ich versuche mein Bestes. Oftmals, das ist die Quest, zu der wir müssen. So, jetzt aber keine Entschuldigung für einen Ikran, hier nicht landen zu können. Das klingt auch so, als ob er uns findet. Also im Wald können wir uns wohl nicht auf ihn verlassen. Aber ganz ehrlich, Kumpel, warum bist du blau? Warum kann ich mein Charakter-Menü nicht öffnen? Jetzt geht's, Hawk. Ah, ein Cosmetic Override. Premium Override. Wahrscheinlich, weil ich es gerade mit Ubisoft Plus spiele. Das erklärt einiges. Ihr selber war Hu. Ah, da müssen wir hin. Kann der eigentlich auch angreifen? Aktuell nicht, so wie es aussieht. Ich habe keinen Attack-Knopf. Also selbstständig auf irgendwie
Vielleicht ist das ein Skill, wer weiß das. Ich schätze, wir müssen um den Berg rum. Ja. Ein Glück müssen wir hier echt nicht hochklettern. Oh, hier ist irgendwo eine Balesbrick. Na komm, kannst du mal irgendwie ruhig halten, ruhig halten, ruhig halten. Fällt mir noch ein bisschen schwer. Muss sagen, keine Ahnung, wie ich den ruhig halte. Schauen wir mal. Free Look, Rechtsklick plus... Ah! Das ist doch schon viel besser. Schön, dass die das eingebaut haben. Ansonsten wäre es echt ein bisschen schwierig, darauf rumzuschauen. Ah, und ich kann, glaube ich, so auch besser feuern. Was bist du hier? Nightleaf Tree. Ich hab's mir fast gedacht. Oh, dann schauen wir mal da unten hin. Feinde sehe ich keine. Jetzt habe ich das Mount gedrückt. Das war vielleicht nicht gut. Naja. Ist hier ins Wasser gegangen. Davor Fett sind hoffentlich aufgefüllt. Ja. Explodierpflanzen. Na, ich höre Tiere. Ich sehe auch Tiere. Und warum hat die das jetzt nicht geschafft alleine? Danny, the wildlife is safe now. Good. I'm glad you bumped into me. Our little chat reminds me. Been a while since I talked to anyone about this. About anything on my mind, really. Ich bump jederzeit in dich. Wir können auch ganz andere Sachen machen, wenn du willst. Ich bin gerade sehr blau. Tja. Wanderer's Vintage. Was ist denn das nochmal gewesen? Na gut. Dann Balesbricks und so weiter. Was ist denn gerade unser Level? Level 7. Das heißt, bereit für die nächste Hauptmission. Ich schätze mal, wir müssen hier erst einmal zurückkommen. Mal ein bisschen mit unseren Freunden bei der Resistance reden und dann löppt das. Können wir wieder unser Zeug machen. Ah. How old might Home Tree be? Ooh, Danny'd be jealous of that weapon. Ja, ich glaube auch. Da hinten steht jemand, der mit mir reden will. Hallo? Hallo, hallo? Ich dachte, hier wäre jemand. Da ist zumindest jemand. Wo bin ich denn wieder hingelaufen? Hallo, 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 hallo. You're back. For now or... Do I have a choice? I'm trying to keep us safe. Trying to keep my husband safe. Maybe you should talk to him. Tell him what's on your mind. He seems so in love with you. Jin's got so much love in him, it'd be selfish for me to hoard it all to myself. Blech. Only makes sense he'd want a family. Back on Earth, I grew up in a harsh place, shaped by people like Mercer. Always people like him. That look in my parents' eyes always stuck with me. A mix of warmth and Angst? Fear. Ah, hab ich erraten. To protect the one thing that mattered the most. Hell, that animal you freed? It'll look after its own one day. And it'll know that pain. I don't think it's thought that far. It's in its nature to produce offspring and protect its young. Like all parents. I guess. Yeah. Just... Dumb instinct and love. Jin can't imagine me failing. He loves me too much. And I don't know how to tell him. I'm terrified. I should sag ihm halt das. Gute Idee. Hoffentlich kommt da was Sinnvolles aus seinem Mund.
kann das nicht leiden mit... du bist viel zu gut für mich. Er leckt mich. So, das war ein kleiner Ausflug in meine Psyche. Dann wieder rauf auf den Ikran. Und auf zur Quest, würde ich sagen. Okay, irgendwie funktioniert das. Ich muss U drücken. Das war die falsche Taste, die ich gedrückt habe. Ich habe immer I gedrückt für Inventar. Das hat aber nicht funktioniert. Jetzt wissen wir ja warum. Also, the lead gatherer of the Arane, Leitar, has a problem. Talk to Leitar at... Talk to Alma at the entry hub in the Resistance Headquarters. Ich habe das Gefühl, da sind wir ja direkt hier. Weiß nicht, warum wir dafür Stufe 7 brauchen, um mit ihr zu reden. Vielleicht rastet die gerade aus. Und will uns nochmal versklaven. Wieso bin ich denn gerade so hungrig? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich im Wachstum. Her mit dem Essen. Hallo. Alma? Du bist nicht alt. We never saw you like this. Wollte ich gerade sagen. The link bed much these days. I've grown so used to being one of you. You look different. But the same. Well, I'm the same. But you are changing, growing. Every time we meet, you look more Nafi. Ja, ich habe ja auch viel Hunger. I never thought they would change their minds. And now, we are stronger than we ever were. Aha. Das ist alles. Gut, dann schauen wir mal, was hier Geräusche draußen macht. Hoffentlich müssen wir mal wieder kämpfen. Is this how you greet the Sarentu after all this time? I had to see for myself. Not even a flinch this one. Fearless like a Zeswa. Or perhaps just slow. Definitiv langsam. My name is Nassim Oloiktan of the Zeswa. And no warrior in Pandora can best our spears. Then you have not seen us fight. I heard you got those pompous weavers out of their tree. But the Sky People ravage our lands too. We know them all too well. I should get Alma. Speak your own mind, Rinella. We have the same enemy. We must fight together. So our envoy will come to you, just as our people once did. My sister Minang hunts beneath the celebration arches, warrior. Fly the signal kite like our riders do, and she will answer your call. Sehr gut. Also die Nesim mag ich. Ist eine richtige Kämpferin. Und ich krieg vielleicht einen Speer? Echt, das war ein beeindruckender Auftritt. Wir beinahe vom Speer aufgespießt worden. It is a long journey to the upper plains. Ja. Ich habe hier ein Flugtier. Ikran, raus geht. Nein. Hättest ja parken können. Ich dachte, du wärst irgendwo fressen oder kacken. Hey. Schön langsam. So lang will ich nicht laufen müssen. So, Quest. Quest. Upper Plains, das klingt richtig. Da, der Wandering Clan. Ich glaube, Wandern. Wandern ist das Müllers Frust. Beim Wandern bekommt Herr Müller Lust. Nee, das war von Otto Walkes. So, Wegpunkt ist hoffentlich gesetzt. Nur mal sicher gehen. Ist gesetzt. So. How come she hasn't joined us before? We have to prove our worth to them as warriors. The Zeswa can ride fast, but they do not like to wait for others. The wind in their grasslands is so sharp it can slice through mountains. It is a fierce land, so the Zeswa must be even fiercer. It will be different, but we are ready for the challenge. You must go without your Ikran. She will not follow you into the grasslands. Why not? It is unknown sky to her, too far from her own. You must trust the bond, new as it may be.
Oh, we'll travel then. You will learn. And when you are ready, the Zeswa ancestors can show you the way. But for now, fly to the waterfall cliffs. There is a cave system that runs all the way up to the plain. Toll, und ich dachte, ich könnte da hinfliegen. Vor uns sehe ich aber wieder eine ganz schöne Verschmutzungsmaschine. Mit ordentlichen, nicht auspüffen. Schornstein, das war das Wort. Das sieht ja auch riesig aus. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon gemacht bin. Ich krieg ja so schon viel aufs Maul. Wir können es zumindest mal entdecken. Mensch, ist das... Das ist ein Ding, was? So, ich muss zu irgendeinem Höhlensystem. Ich glaube, da ist das Höhlensystem, wo der Wegpunkt drauf ist. Muss ich gar nichts umstellen. Und was bist du hier? Oh, Raketen. Schnell weg hier. Okay, außerhalb der Reichweite von den Raketen. Das ist gar nicht so schlecht, aber ich frage mich echt. Ah, da sind die Wasserfälle. Gut, machen wir mal einen Bogen hier rum. Kann man echt nicht sehen, was das ist und welches Level das hat. Ich glaube, dafür war ich nicht arg nah genug dran. Hier ist eine Belzbrücke irgendwo. Lasst uns mal absteigen. So. Wenn du mir was zu sagen hast, dann sag's doch direkt. Da müsste sein. Oh, hier kreucht und fleucht einfach alles. So, Health is increased, das ist schön. Kann ich noch irgendwas ernten hier? Nicht mich selbst. Gut, da ist ein Baum. Hier ist ein Baum, alles voller Bäume. Wir kommen voran. Ist hier in Ordnung. Ich glaube, da oben war Moos. Hey, Sutlek. I'm nearing a really big RDA base. It's in the northern part of the Kinglord Forest. Avoid that place if you wish to live. There are more RDA at that base than Kinglord in the forest. And do not even try to get near it on Ikran. The anti-air turrets will shoot you down instantly. Okay, I will try to keep away from it for now. Ja, das klang auch so, wie ich das eingeschätzt hatte. Ja. Kampflevel 20. I do not know what the RDA are doing there. Priya or Talon may fill you in on that part. But the RDA will crush you should you go there unprepared. It would be a waste after rescuing you from the cold sleep. Danke für die Warnung. Aber bei dem Ausmaß hätte ich das jetzt auch selber gemacht. Hier ist ein Schiff runtergekommen. Und es fängt an zu schiffen. Echt? War das das einzige aus dem ganzen Absturz, was ich retten konnte? Ein Spare-Part? Und Shotgun-Schild. Naja. Nee, da sind noch Sachen oben. Komme ich hier rein? Mit Ducken? Auch nicht. Gut, bevor ich hier festbugge. Vielleicht müssen wir hier rein, da hoch. So viele Optionen. Und das Spiel antwortet mir nicht. Oh, da ist wieder so eine rote Spur. Und hier haben wir zumindest was gefunden. Oh, Headguard Superior, sogar mit 46 Health, her damit. Wir haben gerade 35 Health, dann nehmen wir das mit 46. Sind wir schon gesünder unterwegs. Und ein Audiolog, den ich nicht anhören werde. Sei denn, mich zwingt jemand dazu. Na gut, weiter geht's. 900 Meter in die Richtung. Gut, die Pflanzen sind polluted, können anscheinend doch noch explodieren. Da sind diese Schnappschildkröten, die mich nicht mögen. Ich glaube, wir haben auch wieder Skillpunkte. Naja, sobald die nächsten reinkommen, können wir die ja
verbinden. So, wo sind wir denn? Map. Wir sind... Achso, der Wegpunkt ist dahinter. Dann schauen wir mal, ob man die Blume erreichen können. Ja, wahrscheinlich nicht, wenn es polluted ist. Das wird dann der letzte Ancestor-Skill sein, schätze ich mal. Oder zumindest einer, den wir erst auf Level 20 erreichen. Weil ich schätze, die Blume ist geschlossen, weil alles polluted ist. Denke, so war das bei der ersten. So, wir sind weit genug weg. Dann kann ich meinen Ikran wieder verwenden. Da gebe ich euch recht. Obwohl, hier ist es nicht mehr polluted. Vielleicht kommen wir tatsächlich ran. So, irgendwo ist hier der Wegpunkt. Das sieht doch... Der große Holzstamm sieht so aus, als würde man da eine Blume reinpacken. Oh, hier ist wieder polluted. Hier wieder nicht mehr. Hallo? Blume, 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 Blume. Ava-Blume. Irgendwo. Hör mal auf, hier rumzukreischen. Ich versuche, die Blume zu finden. Echt? Die ist nicht hier drauf. Das ist enttäuschend. Wo denn, wenn nicht hier? So, schauen wir nochmal auf die Map. Da ist doch ganz klar sowas Lilanes. Ah, Polluted by RDA Facility. Dann können wir damit auch nichts machen. Gut, Wegpunkt ist jetzt richtig gesetzt. In ein Höhlensystem. Ich glaube, ich sehe schon. Das ist hier... Hier links sieht es auch interessant aus. Ah, Welt hat gerade nachgeladen. Sieht weniger interessant aus jetzt. Vielleicht da oben. Und hier war anscheinend wieder ein Glitch. I have to go on my own now, but I'll see you soon. Ja, das will ich doch stark hoffen. Was ist denn hier los? Wer campt denn hier einfach? Ein Superior Ingredient. Und hier sind wieder so Sarentu-Zeichnungen. Kann ich aber nicht scannen und nicht interagieren damit. Vielleicht ist es ja diesmal was anderes. Schauen wir nochmal kurz auf der Map. Wir haben eine Bildsbrick, die ich noch nicht wirklich sehe. Ah, ja, da. Wie gesagt, es leuchtet zu viel. Es in meinem Alter hier sich noch zurechtzufinden. Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Oh, das ist eine Sicht. Sorry, wir gehen gleich in die Höhle rein. Aber gerade klärt sich das Wetter auf. Dann muss ich einfach... Guckt euch das an. Was für eine schöne Welt haben die gecraftet. Schade, dass das Gameplay so ist, wie es ist. Also es könnte besser sein. Hätte ein Top-Spiel werden können, wenn man was anderes draus gemacht hätte. Aber die Welt... Super. Einfach super. Wieso wird es jetzt so hell? Hallo? Vielleicht, weil es sonst so dunkel wird. Ach, hört doch mit dem Radius hier auf. Hallo? Darf ich mich verbinden? Ich darf die zumindest berühren. Ja, mit dem Skillpunkt. Schön hoch, immer schön hoch. Nur nicht nach unten sehen. Seiden um auf Loot zu blicken. Hier ist Moos. Und dich kann ich nicht ernten, du Hängemoos, du. Das ist aber sehr schade. Eins meiner Rezepte braucht ganz viel Moos. Und Gräser. Ich glaube, wir dürfen jetzt mit Hotte Hüß reiten.
auch nicht schlecht. Ich habe schon welche gesehen im Scanner. Ist das schön und dämlich, wie der Baum aussieht. Ganz schön windig. Na, guckt euch den dämlichen Baum an. Alter Falter. Wir sind in den Upper Plains angekommen, so wie es... Raise the kite at the grazing grounds beneath the celebration arches. Geht das ein bisschen genauer? Ah, okay. Super. Und jetzt haben wir anscheinend ein Meeting. Ach, ich hasse Meetings doch so sehr. Oh, das fängt aber gut an. Nassim sent me to speak with the Tzahik of the Zeswa. Then we have found each other. Ooh. You have been missed. Du auch. Ich glaube, die flirtet mit mir. Nina, deciding to tread the grass again. Let us ride the wind and celebrate by the fire. We will hear your tales like we used to. Sister, you must give the warrior time to adjust. Breathe our air, feel our earth beneath their feet. Meet the Zakru. Who is this Zakru? Our wards and our guardians. Our home and heart. The home of our people wanders, warrior. It is never in the same place. But we leave kites in its wake. Flying high. So you always know how to get home. You already think like a Zeswa. Now we will teach you to ride like one. Ooh, mit Pferden oder... Ja, wahrscheinlich mit Pferden. First you must find a dire horse. Any will do. Our bond with them is short-lived. Move slowly, be calm. Then make the bond and get on. Du bist doch ein schönes Exemplar. Hallo, willst du geritten werden? Anscheinend nicht. Du bist doch noch ein schöneres Exemplar. Ich gehe erstmal hier runter. You're okay. Don't worry. Ja, ganz ruhig. Oh Mist, ich muss ja die Geste irgendwie halten. Ich habe ja beim Ikran gelernt, was ich falsch gemacht habe. Ich habe eine weiße Flagge für den Fall immer dabei. Sehr gut. Ist sehr gut. Ja. Ja, lass ich dich mal streicheln. So, jetzt müssen wir, glaube ich, knutschen. Sehr schön, das macht Spaß. Auch nicht schlecht. Ich dachte, ich wäre nicht mehr mobil hier, dank meines fehlenden Ikrans. Gar nicht so schlecht. Hüpfen kann das Teil auch. Auch hier bräuchte ich noch ein Turbo irgendwie. Autsch. So, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Jo, ist nett hier, aber... Geht die Quest noch weiter? Muss ich auch euch zureiten? Muss ich euch zu... ja. Ein Questziel? Sie sagt zumindest was, aber ich weiß nicht von wo. Ich und meine Orientierung. Da! Hallo. Ja. Muss ich hier drauf bleiben? Hey, das ist Nika. Follow the kites to the circle der Home. Okay. Dann auf zum Kreis. Okay, den Kites müssen wir folgen. Das ist aber ein schlechtes System, wenn Menschen einen aufspüren wollen, dann kann man den Kites ja auch einfach folgen.
schon ein bisschen schneller, du Hottehü. Naja, deswegen ist es ja ein Hottehü und kein Flottehü. Erneut muss ich mich für mich selbst entschuldigen. Das war eine Squirter-Pflanze. Mein Hintern tut weh. Strong, powerful, but they don't turn like an Ikran does. Guess they don't fly as well either. Das können wir ausprobieren. No, they make crossing these planes a lot faster. It's all so vast and open here. So different. Ja, Pandora ist dann schon größer als man denkt. Ist aber schön, dass der Dschungel sich mal hier ein bisschen gelichtet hat. Na komm schon. Habe ich hier auch irgendwie Reduce Speed mit Control. Sprinten. Ah. Ich glaube, dass ich einen Turbo gefunden. Zumindest einen halben. Die roten Bäume haben natürlich auch was, die da gleich auftauchen. Wirklich, wirklich schöne Welt. Werd nicht müde, das zu erwähnen. Merkt man, glaub. Aber man muss ja auch sagen, was einem gefällt. Kann ja nicht hier nur mit mäßiger Laune die Quests machen. Komm schon, sprint nochmal, mein Ferdi. Ferdinand. Hoffentlich kann ich ihn so nennen. Aber ich kann ihn ja gar nicht benennen. Ein Jammer, ein Jammer. Das ist der perfekte Name. Ich glaube, da müssen wir hoch. Das sieht so final aus. Dann hoffen wir mal aber, dass der Ikran bald hier auch uns Vertrauen schenkt, dass wir hier fliegen können. Ich denk mal. Immer noch nicht da. Entschuldigung, Entschuldigung. Just passing through. Das ist aber eine lange Intro-Mission hier. Das ist alles voller orangener Nebel. Man fühlt sich, als ob die Verstappen-Fans wieder Pyrotechnik angemacht haben hier. Das war eine kleine Formel 1-Anspielung. Falls jemand noch an Formel 1 interessiert ist. Ich bin's auf jeden Fall. Sind aber allerdings gerade in der Winterpause, zumindest wenn ich das hier gerade zu dem Moment der Aufnahme. Wer weiß, so ein Video kann ja jederzeit gesehen werden. Steht ja dran, wann es gepublished wurde. Dann noch ein paar Tage abziehen, da wird es aufgenommen. Muss die nämlich immer schön hochladen mit meiner nicht ganz Bambusleitung, aber wenn man davon ausgeht, dass so 40 Minuten so 100 GB Upload bedeuten, zumindest in dem Spiel, dann dauert es halt ein bisschen. So. Ey! There is no reason to hurry like that. Poor child. I do not think his uncle realizes how much he asks of him. Ja, und wer will jetzt mit mir sprechen? Das Pferd anscheinend nicht mehr. Das hat genug von mir. Hufe tun weh. Da. To be that young again, to bend like a sapling. Do they ever get hurt? Our people have hot heads and warmer hearts. When the Zokru walk, we follow. And when they rest? We let the ground learn our feet as we dance, the air our voices as we laugh and sing. Das ist mal ein cooler Clan.
gefällt mir besser als die Weber. Then you need to drink more Zakru milk. We boil it, curd it with thistles into fresh cheese, and leave it to cure with savory dry leaves. And with the way we brew Zanke, the fire that brightens our celebrations. The legend says Zakru are stones made into beasts. Ever since the first Zakru offered us shelter, we have had music, joy, and merry. I have a surprise for you. But we need a gourd of fresh Zakru milk. Akurai should have one. Okay, der ist anscheinend sehr überzeugt von der Milch der Pferde. There is something I must do across the stream. It is part of the surprise. Take your time to walk around and meet the Zeswa. Our fearless riders are famous even beyond the grasslands. And there is someone in the nursery eager to meet you. Ooh. Na gut, für die komische Zwischensequenz hätten wir aber nicht laden müssen. Na gut, aber ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.